und herzlich willkommen bei Learn for Life Kids. Also wir finden es extrem cool, dass du heute bei uns vorbeischaust, um etwas für dein Leben zu lernen. Liebe Eltern, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit für Learn for Life nehmen. Wir freuen uns, dass wir Sie durch unsere Themen darin unterstützen dürfen, Ihre Kinder zu stärken, um es bestmöglichst auf Ihr Leben vorzubereiten. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Expertinnen und Experten, die uns ihre Zeit geschenkt haben, damit wir euch diese Videos gratis zur Verfügung stellen dürfen. Und nun wünsche ich euch eine interessante, unterhaltsame und lehrreiche halbe Stunde und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder bei uns vorbeischaut. Am besten abonniert ihr unseren Newsletter, damit ihr keines unserer neuen Videos versäumt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu meinem Workshop für Lern for Life. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu meiner Energietankstelle, wo ich euch Tipps und Tricks zum Thema Familienharmonie an die Hand geben möchte. Hierzu hole ich jetzt auch meine Präsentation her, die ich für euch vorbereitet habe. Ich möchte mich zu Beginn natürlich kurz vorstellen. Mein Name ist Andrea Schmalzel, ich bin Inhaberin der Relax Kids und bin Experte zum Thema Entspannung für Kinder, Stressprävention für Kinder. Natürlich kommt dann auch, wenn man das Thema Entspannung und Stressprävention mit Kindern hat, das Thema Lernen immer wieder mit dazu. Habe ich deswegen auch die Ausbildung zum Lerncoach gemacht und auch da bleibt das Thema Legasthenie, Dyskalkulie und die Teilleistungsstörungen einfach nicht außen vor. Somit habe ich mich auch in diesem Bereich noch fortgebildet und bin eben Legasthenie und Dyskalkulie-Therapeutin. Ja, und auch hier ist es so, dass das Thema Eltern auch nicht außen vor bleibt. Deswegen habe ich noch die Weiterbildung zur psychologischen Beraterin gemacht und eben auch begleitende Kinesiologin zum Thema Brain Gym. Ja, aber jetzt wollen wir mal starten mit dem Workshop, sodass ihr ganz viele Tipps und Tricks und Anregungen von mir bekommen werdet. Ja, denn ich stelle jetzt auch gleich eine Behauptung auf. Denn heute ist dein Glückstag. Ja, wieso kann ich denn sagen? Weil du hast es in der Hand, aus jedem Tag deinen Glückstag machen zu können. Denn du hast deine Gedanken in der Hand, beziehungsweise wie du mit deinen Gedanken umgehst. Zuerst mal wollen wir unterscheiden zwischen Gedanken und Gefühle, denn das ist sehr, sehr wichtig hierfür. Denn Gedanken sind subjektiv. Sie entsprechen oft nichtmals den Tatsachen. Wir übertreiben ganz häufig. Denn was wir hören und erleben, nehmen wir oftmals ganz unterschiedlich wahr. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Unterscheidung bewusst wahrzunehmen. Die Gefühle entstehen nämlich unabhängig, ob die Gedanken den Tatsachen entsprechen oder nicht. Und die automatische Folge unserer Gedanken ist natürlich, habe ich positive Gedanken, diese führen dann eben zu positiven Gefühlen. Habe ich negative Gedanken, dann führen diese unweigerlich natürlich auch zu negativen Gefühlen. Aber wie entstehen denn diese Gefühle überhaupt? Eine Situation tritt ein. Es passiert etwas. Die Situation ruft natürlich unweigerlich bestimmte Gedanken hervor. Und aufgrund dieser Gedanken entstehen eben physiologisch-chemische Reaktionen im Gehirn. Das ist in Millisekunden schnell passiert, das Ganze. Und diese chemischen Reaktionen, die aufgrund der Gedanken entstanden sind, rufen wiederum die Gefühle hervor. Und deswegen möchte ich euch jetzt so das ABC der Gefühle vorstellen. Denn ein Gefühl besteht in Wirklichkeit also aus drei Teilen. A, aus der Situation. B, aus den bewertenden Gedanken über diese Situation. Und C, aus dem Gefühl und dem Handeln. Denn wie man sich fühlt, hängt nicht von der Situation oder den Mitmenschen ab, sondern vielmehr davon, wie man über die Situation oder den Mitmenschen denkt.
Und nicht die Dinge machen uns zu schaffen, sondern die Art und Weise, wie wir diese wahrnehmen. Diese Tatsache erklärt ihm auch, warum wir Menschen auf ein und dasselbe Ereignis verschieden reagieren können. Und dazu möchte ich gerne mein Lieblingsbeispiel, den Autounfall, erläutern. Und es ist immer ganz witzig, denn hierzu bringe ich auch gerne das Beispiel von meinem Stiefvater, weil mein Stiefvater und ich, wir denken komplett unterschiedlich. Und das Ganze lässt sich sehr, sehr gut an dem Beispiel des Autounfalls erklären. Also zum einen habe ich A, das Ereignis. Das Ereignis bleibt immer gleich. Es ist der Autounfall, es ist ein verbeultes Auto. Also Ereignis A. Dann habe ich B, die Gedanken. Zum einen kann ich denken, wow, was ist denn das für ein Vollidiot, der hat ja keine Augen im Kopf, was macht der denn für einen Mist? Und es passiert ein totales Wirrwarr mit den Gedanken. Ich bin fürchterlich sauer, total zornig und ich könnte ausrasten. So, dann habe ich das Gefühl und die Handlung. Was entsteht natürlich unweigerlich aufgrund dieser Gedanken? Ich bin zornig, ich fühle mich wütend, ich bin stinke, stocksauer. Und dann passiert natürlich auch das Handeln, dass ich bei dem Handeln total irrational handle. Ich schreie meinen Unfallgegner vielleicht an, ich brülle umeinander oder ich weine oder ich bin total aufgelöst. Ich kann natürlich auch die gleiche Situation komplett anders bewerten. Das Ereignis bleibt das gleiche, ich habe meinen Autounfall. Aber ich kann zum Beispiel auch denken, Mensch, Gott sei Dank ist mir nichts passiert. Es ist nur verbeultes Auto, hat ein paar Dellen abbekommen und es ist nicht weiter schlimm. Klar, es ist eine finanzielle Einbuße, aber mir ist nichts passiert, es geht mir gut. Dadurch entsteht ein ganz anderes Gefühl durch die Situation. Ich bin eigentlich dankbar, dass mir nichts Größeres passiert ist. Das heißt, ich kann logisch und rational mit meinem Unfallgegner verhandeln, wie wir denn diese ganze Situation am besten handhaben können. Also mit der Polizei anrufen, wie kriegen wir das mit der Versicherung hin. Wir können die ganze Situation ganz normal wie normale Menschen klären, ohne großartige Streitgespräche in den Raum stellen zu müssen. Das heißt, ich habe eine Situation, aber ich kann die ein und dieselbe Situation unterschiedlich bewerten und das Ganze führt dann natürlich auch unweigerlich zu bestimmten Handlungen und optimalerweise ist es natürlich so, wenn ich positive Gedanken habe, führt es eben auch zu positiven Gefühlen und zu einer logischen, sinnvollen Handlung. Denn wichtig ist es, dass ihr auch wisst, du selbst bist schuld an deinem Glück. Du hast es in der Hand mit deinen Gedanken, dir jeden Tag einen wunderbaren Glückstag zu bescheren. Allerdings passiert es natürlich auch, dass solche Gesichter bei dir oder bei den Kids entstehen. Ich bin traurig, ich bin entsetzt, ich bin enttäuscht, ich bin nachdenklich, ich bin stinkstocksauer. Und ich könnte einfach nur heulen. Und das Ganze ist stressbedingt. Denn oftmals passiert einfach mal, dass man seine Gedanken nicht so im Griff hat. Das ist aber absolut menschlich und absolut in Ordnung. Aber wir wollen jetzt einfach mal dem Ganzen auf die Spur gehen. Was passiert denn eigentlich bei Stress? Und hierzu möchte ich euch drei wichtige Gehirnareale unseres Gehirns vorstellen und diese auch näher beleuchten. Zum einen ist es mal die Amygdala, zum anderen der präfrontale Kortex und unser Hippocampus. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, was macht die Amygdala in unserem Gehirn? Das ist so der Mandelkern in unserem Gehirn. Das Ganze ist eigentlich sehr abstrakt erklärt, aber so, dass es wirklich absolut einleuchtend und auch verständlich ist. Ja, die Amygdala ist die Alarmanlage für unser Gehirn. Die schützt uns vor Gefahren und Bedrohungen, setzt bei Stress unser Warnsystem in Gang und sorgt für einen Kampf-Flucht-Reflex. Als nächstes schauen wir uns den präfrontalen Kortex an. Der sorgt eben für die umsichtigen Lösungen, für sinnvolles, logisches Denken, für kreative Lösungsansätze. Er sorgt für eine logische Handlungsablaufplanung und er kümmert sich auch um unsere Folgenabschätzung.
Und der dritte im Bunde, das ist unser Hippocampus. Der dient eben unserem Gedächtnis. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass bei Stress diese Funktion des Gehirnareals nicht mehr gewährleistet ist. Das heißt, unter Stress können wir unsere Informationen, die wir da oben mühselig in unserem Gedächtnis abgespeichert haben, überhaupt nicht abrufen. Das ist einfach gekappt, diese Verbindung. Und das ist gerade für Stresssituationen bei Kindern ganz wichtig zu wissen, dass diese Informationen bei Stress enorm beeinträchtigt ist, dass die Kinder dieses Wissen gar nicht abrufen können. Und das Ganze erkläre ich euch jetzt auch gerne an meinem beliebten Aufzug. Also wir befinden uns, wenn alles ganz gechillt ist, alles ganz entspannt ist, alles ganz ruhig ist, befinden uns wir hier oben in den oberen Stockwerk. Unser Aufzug ist auch oben. Wir denken rational, wir denken logisch. Unser präfrontale Kortex, der sich eben um diese Handlungsablaufplanung kümmert, das ist alles ganz gechillt. Wir können, wie gesagt, alles abschätzen, die Folgen abschätzen. Wir wissen, was passiert, wenn wir arbeiten einfach ganz entspannt und logisch voreinander hin, vor sich hin. So, jetzt kommt aber der Stress ins Spiel. Was passiert dann? Die Amygdala, die Alarmanlage, übernimmt in diesem Fall die Leitung von dem Ganzen, und die Amygdala, die sorgt auch für Emotionen. So, und das ist jetzt das Gefährliche an dem Ganzen, weil wenn Emotionen das Ganze regieren, dann wird es kritisch. Denn dann passiert eben das, dass wir auf den Tisch hauen, dass wir schreien, dass wir heulen, dass die Türen zuknallen. Dafür sorgt die Amygdala. Und das ist natürlich ganz schlecht, weil der präfrontale Kortex, der eben für die logische Handlungsablaufplanung sorgt, für die Folgenabschätzung, der ist dann ausgeschaltet. Die Emotionen übernehmen das Regiment und dann sausen wir ganz nach unten mit unserem Aufzug und das Ganze wird total unlogisch. Wir handeln absolut irrational, denn Emotionen sind einfach mit der Überschwemmung unseres Gehirns da und dann funktioniert gar nichts mehr und das kann wirklich total katastrophal enden und dass die ganze Verbindung auch zu unserem Hippocampus, zu unserem präfrontalen Kortex gekappt ist. Und dann können wir einfach nicht normal denken und das ist zum einen für uns wichtig. Geht es mal in euch und denkt mal, was passiert, wenn ihr Stress habt? Könnt ihr dann noch kreativ sein? Könnt ihr dann so richtig logisch denken und habt so richtig coole Folgenabschätzung? Ich denke mal, eher nicht. Und denn genau das ist eben das Problem auch bei den Kindern. Unter Stress funktioniert es nicht. Und unter Stress kann zum Beispiel eben auch, Stress kann auch der Streit mit der Freundin auslösen. Kann natürlich auch Prüfungsangst auslösen. Kann aber auch Zeitdruck auslösen. Es gibt da wirklich ganz, ganz viele Auslöser für das Ganze. Aber wichtig ist mir für euch zu wissen, was passiert unter Stress und dann, dass ich unter Stress einfach nicht mehr logisch denken kann. Und das ist dieser Aha-Effekt, den ihr auch hoffentlich aus dieser Präsentation, aus diesem Workshop mit rausnimmt, dass einfach Stress Gift für ein logisches, rationales Denken ist. Und ich möchte euch natürlich auch Tipps an die Hand geben, um dem Ganzen etwas vorzubeugen. Klar sind das jetzt nur so Moment-Tipps, so Quick-Tipps. Das Ganze muss man einfach wirklich das Bewusstsein in sein Leben integrieren. Aber auch diese Quick-Tipps hoffe ich, dass die euch weiterhelfen können, um Stress einfach in der Familie vorzubeugen und Harmonie in der Familie ausbreiten zu lassen. Zum einen habe ich Quick-Tipps oder Harmonie-Tipps für Erwachsene für euch. Ich habe Tipps für Kinder und Tipps für die ganze Familie. Wir fangen jetzt am besten mal mit euch Erwachsenen an. Zum einen ist es wichtig für euch, Wünsche statt Erwartungen zu hegen, denn das Ganze nimmt wahnsinnig viel Stress aus dem Ganzen, wahnsinnig viel Druck aus dem Ganzen. Einfach nicht unbedingt immer Erwartungen zu hegen, sondern einfach, Mensch, ich wünsche mir das Ganze. Ich wünsche mir, dass du heute mal die Hausaufgaben schneller machst, ruhiger machst, ohne vorher eine riesen Diskussion breittreten zu müssen. Also da hilft es schon mal, Wünsche statt Erwartungen. Eine Qualitätszeit nehmen, denn wir Erwachsene, wir brauchen auch Auszeiten. Und da ist es ganz wichtig, bewusste Auszeiten zu nehmen und die wunderschön zu gestalten, dass es wirklich eine Qualitätsauszeit nimmt und nicht nur, dass ich mal weg bin,
sondern wirklich auf mich zu achten, auf das, auf meine Bedürfnisse, auf das, was mir gut tut, auf das, was ich mir wünsche. Denn wenn es uns Erwachsene gut geht, dann geht es automatisch den Kindern gut, denn wir sind die Vorbilder für die Kinder und deswegen ist dieses Bewusstsein ganz wichtig. Leute, wir Erwachsene brauchen auch unsere Qualitätszeiten. Wichtig ist es auch, positive Ziele und Vorfreude zu entwickeln. Es ist immer schön, sich auf bestimmte Sachen zu freuen. Und genau so führt es auch zum entspannten Zustand, zum relaxten, gechillten Zustand für uns Erwachsene. Und ganz wichtig ist es, sich frei machen von dem Druck aus dem Perfektionismus. Ich sage immer zu meinen Kiddies auch, Mensch, dann ist halt mal die Wohnung nicht unbedingt zusammengeräumt. Wenn draußen schönes Wetter ist, Mensch, der Dreck läuft nicht davon. Ich kann das auch noch Stunden später machen oder ich verschiebe es einfach auf den nächsten Tag, wenn es einfach mal regnet. Also man muss nicht immer alles perfekt machen. Genieß die Zeit, genieß die Momente. Und wenn jetzt gerade nicht der Moment ist zum Putzen, Mensch, es läuft nicht weg. Genieß die Momente und nehmt sie auch wirklich bewusst. Also macht es euch frei vor dem Perfektionismus, den man oftmals an den Tag legt. Und gerade wir Erwachsene neigen da häufig ganz dolle dazu. Ja, was habe ich für Entspannungsübungen für euch? Und dazu dürft ihr euch mal ganz kurz zurücklehnen. Ihr nehmt die Hände vor die Augen und ihr atmet jetzt mal ganz bewusst tief ein und tief wieder aus. Und noch einmal ganz tief ein und tief wieder aus. Und ihr holt euch jetzt in euren Gedanken eine Situation her, wo ihr so richtig glücklich wart, wo ihr so richtig entspannt wart, wo ihr euch so richtig wohlgefühlt habt. Ihr könnt euch auch eine Situation herholen, wo ihr an einem Ort wart, wo ihr euch richtig wohlgefühlt habt, wo es richtig schön war, wo alles perfekt war. Holt euch diese Erinnerungen her in euren Gedanken. War es in dieser Umgebung warm? War es eher kalt? Nehmt ihr vielleicht einen bestimmten Geruch wahr? Seht ihr vielleicht in eurer Fantasie eure Umgebung? Nehmt dieses bewusste, wunderschöne Gefühl ganz intensiv wahr. Lasst dieses Gefühl sich ausbreiten in eurem Körper, in eurem Geist. Genießt dieses schöne, entspannte Gefühl an euren Lieblingsort, in eurer Lieblingssituation. Und wenn dieses Gefühl am höchsten ist, nehmt noch einmal einen tiefen Atemzug und atmet diesen wieder aus und noch einmal tief ein und aus. Schließt dann noch einmal die Augen, nimmt dieses Gefühl noch einmal ganz tief vor. Und dann öffnet ihr ganz entspannt eure Augen. Ihr dürft jetzt auch eure Hände von den Augen entfernen und ihr knetet jetzt ganz tief und ganz fest eure Nackenmuskulatur erreckt und streckt euch. Und mit dieser kleinen 2-Minuten-Entspannung, die ihr wirklich überall machen könnt, könnt ihr euch wirklich eure Gedanken wieder positiv ausrichten. Denn wenn eure Gedanken auf positiv ausgerichtet sind, dann könnt ihr euch auch zu jeder Zeit entspannen. Auch wenn die Situation mal nicht unbedingt gerade so toll ist, mit dieser Entspannung könnt ihr eure Gedanken entspannen und diese Gedankenentspannung führt auch unweigerlich zu einer körperlichen Entspannung. Und was auch eine ganz tolle Entspannungsübung ist, ist das gekünstelte Lächeln. Lacht einfach. Einfach vor einem stressigen Telefonat, vor einem unangenehmen Gespräch. Lächelt einfach, lacht einfach richtig dolle. Denn ihr könnt euer Gehirn etwas manipulieren, indem ihr eben lacht. Denn ihr gebt dann eurem Gehirn dieses positive Gefühl weiter und so lässt sich dieses positive Gefühl auch in eurem Gehirn, in eurem Körper ausbreiten. Das Ganze führt auch wieder unweigerlich zu einem entspannten Zustand.
Als nächstes ist natürlich das Thema Atmung ganz wichtig. Bei mir auch in meinen Aus- und Weiterbildungen, die ich gebe, sowohl für Erwachsene wie für Kinder, ist die Atmung sehr, sehr wichtig. Zum einen habe ich den Atemklassiker. Beim Einatmen zähle ich bis 4, dann halte ich die Atmung an und zähle dabei bis 7 und dann beim Ausatmen zähle ich bis 11. Das ist die sogenannte 47-11-Atmung, eine sehr schnelle und effiziente Atmung, die ich immer und überall machen kann. Bei der nächsten Atemtechnik ist es die Gute-Laune-Atmung und da dürft ihr bei der Atmung eure Lieblingsfarbe beim Einatmen in euren Körper gedanklich sich ausbreiten lassen, in eurem ganzen Körper. Und beim Ausatmen stellt ihr euch vor, wie sich die Farbe in eurem Körper ausgebreitet hat, eure Lieblingsfarbe, eure Wohlfühlfarbe. Und das Ganze führt dann eben auch zu einem sehr tollen Wohlfühlzustand in eurem Körper. Und das Ganze ist immer eine schöne Atemtechnik, sowohl für den Körper wie auch für den Geist. Also lasst beim Einatmen sich die Farbe ausbreiten und beim Ausatmen nehmt ganz intensiv wahr, wo diese Farbe sich schon in eurem Körper ausgebreitet hat. Und klar spielt auch Kreativität bei dem Thema Harmonie auch eine ganz große Rolle. Nehmt euch ein Blatt, nehmt euch ein Mandala, malt einfach und lasst einfach eure Fantasie auf freien Lauf und nehmt dazu ein Gläschen Wein. Auch Wein ist zum Beispiel sehr gut für die Konzentrationssteigerung. Und das Ganze zusammen ist eine wunderschöne Entspannungsübung. Und ja, das Thema Glück spielt auch eine ganz große Rolle beim Thema Familienharmonie. Und ich möchte dich jetzt auf eine kurze Gedankenreise einladen. Auch hier darfst du dich ganz kurz zurücklehnen, atme tief ein und aus und wenn du möchtest, dann darfst du jetzt auch deine Augen schließen und ganz kurz mit mir auf eine kleine Gedankenreise gehen. Überleg dir jetzt mal, was ist für dich Glück? Was macht dich glücklich? Was ist für dich eine besondere Sache, ein besonderes Ereignis und eine besondere Erfahrung, die dich glücklich macht? Was war der glücklichste Moment in deinem Leben? Wo ist dein Lieblingsplatz? Überleg dir mal ganz kurz, was dich denn glücklich macht. Was würde aus deiner Sicht die Welt glücklich machen? Und meine letzte Frage, wenn du auf einer einsamen Insel wärst, was würdest du brauchen, um glücklich zu sein? Und ganz langsam atmest du jetzt wieder ganz tief ein und tief wieder aus und du holst noch einmal tief Luft und atmest sie wieder aus und öffnest jetzt deine Augen, wenn du die geschlossen hattest. Und ich hoffe, du hast jetzt genauso wie ich ein paar ganz, ganz tolle und wunderschöne Glücksmomente und mach diese Übung so oft, wie es nur geht. Denn jetzt kommen wir auch zu ein paar Harmonietipps für die Kids. Zum einen fange ich jetzt hier wieder an mit dem Thema Entspannung. Und auch hier hilft es den Kindern, gerade wenn sie gestresst sind, genervt sind, angespannt sind, an Dinge zu denken, die es glücklich macht. Erinnert sie einfach dran, Mensch, hör mal zu, du hast doch dieses tolle Ereignis gehabt, Mensch, wie war denn das? Hol dir doch mal das in die Gedanken her, wie toll ist denn da gegangen, dass man die Kinder aus diesem Loch von negativen Gedanken wieder herausholen. Und das funktioniert einfach ganz schnell mit diesen tollen Erinnerungen an schöne Dinge, die sie erlebt haben. Was auch ganz toll hilft, wenn Stress im Raum ist, die Kinder von 10 auf 1 einfach rückwärts zählen lassen. Und auch Kinder brauchen ganz enorm Auszeiten. Gönnt die Kinder diese Auszeiten, selbst wenn es ihnen mal langweilig ist. Das ist super. Langweile fördert die Neugierde enorm, wenn dann kommen die besten und kreativsten Ideen raus. Also
versucht wirklich so Pufferzeiten, so Auszeiten ins Familienleben mit einzuplanen. Wenn die Kinder einfach nur auf der Couch mal rumliegen oder im Bett rumliegen, es tut einfach so gut, die Gedanken einfach mal baumeln zu lassen. Auch hier hilft eine ganz tolle Entspannungsübung und ist ein Teil aus der progressiven Muskelentspannung. Und dabei spannen die Kinder alle ihre Körperteile ganz fest an, ihre Pobacken, ihre Hände, ihre Füße, ihre Arme, ihre Beine, ihr Gesicht, kneifen sie ganz fest zusammen. Und dann halten sie die Anspannung, zählen dabei bis 5 und bei 5 lassen sie einfach wieder los. Wie gesagt, das ist die Blitzanspannung aus der progressiven Muskelentspannung. Und diese Entspannung hilft ganz enorm bei Prüfungssituationen, bei Stresssituationen, wenn gerade so richtig Ärger in Anmarsch ist. Oder auch lustige Grimassen ziehen, wie eben auch bei den Erwachsenen, einfach das gekünstelte Lächeln. Denn die meisten, es befinden sich sehr, sehr viele Nerven und Muskeln in unseren Gesichtspartien. Und ja, gerade wenn man sehr angespannt ist, das merkt man auch bei uns Erwachsenen, beißen wir unbewusst die Zähne immer ganz fest zusammen. Und durch diese lustigen Grimassen ziehen, ist es praktisch wie eine Anspannung und Entspannung der Muskelpartien und es führt eben unweigerlich zu einem entspannten Zustand, diese Grimassen zu ziehen. Was auch eine schöne Atemübung ist, ist die Schmetterlingsatmung. Und dazu zeichnet ihr euch einfach einen Schmetterling aus. Die Kinder schneiden den aus und legen den dann in die Hände, diesen Schmetterling. Er wird dann gefaltet. Und beim Einatmen falten wir den zusammen, beim Ausatmen wieder auseinander. So bringen wir den Schmetterling des Fliegen bei. Und die Kinder mögen es einfach, wenn sie dabei was tun können. Und dann nehmen sie die Atmung auch wieder bewusster wahr. Also wenn man bloß sagt, atme mal tief ein und tief aus, da können die meisten Kids nichts damit anfangen. Eine schöne Kreativitätsübung ist auch für Kinder Gestalten einer Wunschblume. Da wird die Blume ausgeschnitten. Auf jedes Blatt wird ein Wunsch mit draufgeschrieben. In der Mitte dann der Hauptwunsch. Diese einzelnen Blütenblätter werden dann in sich zusammengefaltet. Ihr nehmt dann einfach ein Glas mit Wasser. Da legt ihr die Blume drauf. Und nach einiger Zeit öffnen sich die Blütenblätter und die Wünsche kommen wieder zum Vorschein. Und dann geht es einfach darum, auch sich Gedanken zu machen. Mensch, was tut mir gut? Was würde ich wünschen? Was wäre denn richtig, richtig toll? Ein Glückstipp ist, eine Glückskiste zu machen. Da darf auch die ganze Familie mitmachen. Einfach eine Kiste zu nehmen und überall da, wo es mal ein schöner Moment war, oder auch zu Hause, wo irgendeine schöne Erinnerung mit irgendeinem Gegenstand verbindet, das Ganze kommt dann in die Glückskiste. Und wenn es mal nicht so läuft, kommen die schönen Erinnerungen aus der Glückskiste raus. Und da wird sich an diesen schönen Momenten wieder rausgehangelt aus dieser unschönen Situation, in der man sich vielleicht gerade befindet. Also eine Glückskiste kann wahre Wunder bewirken. Und nicht nur bei Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen. Ja, jetzt gehen wir auch schon zu den Harmonietipps für die ganze Familie über. Zum einen, um entspannte Situationen in der Familie hervorzurufen, kommunizieren, sich streiten und entschuldigen. Streit gehört dazu. Das hilft einfach nichts. Es sind verschiedene Charaktere, verschiedene Mentalitäten vielleicht auch in der Familie. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Es treffen verschiedene Personen aufeinander. Jeder hat seine eigene Meinung. Und da kommt es halt oftmals, indem man einfach streitet oder nicht sich einer Meinung ist. Es gehört eine gepflegte Streitkultur mit dazu, es darf nicht ausfallen werden und so weiter und so fort. Und danach soll auch wieder, wenn die Stresssituation beseitigt ist, sich entschuldigt werden. Das heißt, über verschiedene Argumente zu diskutieren, zu sprechen und dann einfach sich gegenseitig entschuldigen, falls mal nicht so das Ganze so geklappt hat, wie es sein sollte. Anerkennung zeigen, den anderen wertschätzen, ist so unglaublich wichtig. Gemeinsam lachen. Und da passt einmal auf, wie selten wir Erwachsene eigentlich lachen. Passt einmal wirklich bewusst auf. Also ändert das, wenn es nicht so häufig ist. Und eine ganz tolle Übung zum Thema Familienharmonie, wenn es mal nicht so klappt, ist der Indianerschrei. Der Indianerschrei ist wirklich eine Übung, die ist super, super cool. Denn Indianer wollten ja früher auch ihre Nahrung erlegen.
beziehungsweise mussten dazu die Tiere legen, hatten natürlich auch Stress. Sie konnten aber nicht schreien oder nicht umeinander toben, wenn man Stress hat, sondern man musste deswegen trotzdem ruhig sein. Und sie hatten natürlich Angst, dass das Tier, das sie erlegen möchten, sie vielleicht auch erwischt. Das heißt, sie hatten auch Stress. Und die haben es ganz geschickt gemacht. Sie haben einfach geschrien, aber es ist kein Ton rausgekommen. Und das Ganze möchte ich euch jetzt auch an die Hand geben und möchte ich euch dazu einladen, das mit mir kurz zu machen. Das heißt, bei drei schreien wir richtig laut, aber es kommt kein Ton raus. Das heißt, beim Schreien spannen wir unsere Körperteile an. Ich zähle dabei bis fünf und dann lassen wir wieder locker. Das ist auch eine schöne erprobte Übung aus der progressiven Muskelentspannung. Das heißt, ich mache euch das jetzt vor, ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt schrecklich lachen, wie ich jetzt ausschaue, aber ich möchte euch das einfach zeigen und seid so lieb und macht es einfach mit. Also, wir fangen an bei drei. Eins, zwei, drei. Okay, und locker los. Ich hoffe, ihr habt es jetzt mitgemacht und ihr könnt auch den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung ganz bewusst wahrnehmen. Und das ist eine ganz tolle Situation, gerade wenn so Stress in der Luft liegt, gerade bevor man sich anschreien möchte, weil man fängt dann unweigerlich, wenn die ganze Familie diesen Tipp kennt, unweigerlich das Lachen an. Und es hat bisher noch jede Streitsituation, jede Stresssituation dem Ganzen die Ernsthaftigkeit genommen. Ihr könnt natürlich auch eine Handatmung mit einführen. Da atmen wir, nehmen wir den Zeigefinger, legen den da zum Ballen, atmen tief ein, halten den Atem und aus. Tief ein, halten den Atem und aus. So funktioniert diese Handatmung und das können sowohl Erwachsene wie auch Kinder überall und immer machen, denn sie haben ja als Erinnerung, als Anker ihre Hand dabei. Und gerade vor Prüfungssituationen ist es super coole Möglichkeit oder auch vor unangenehmen Gesprächen, sich wieder zu regulieren, die Atmung runterzufahren und entspannter zu sein in der ganzen Situation. Ein weiteres schönes Tool ist die Sternatmung. Da zeichnen wir einfach einen Stern auf, legt den Finger an einen Punkt, atmet beim Hochfahren tief ein, oben an der Spitze haltet mal den Atem und atmet wieder aus. Und so geht es den ganzen Stern entlang. Ein ganz unweigerlich super geniales Tool ist dieser kleine Glückswürfel oder die warme Dusche. Wer Interesse hat, der kann mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Den schicke ich gerne diese PDF-Datei zum Ausschneiden zu. Das heißt, es ist eine Vorlage, die schneidet man aus, klebt es an den Enden zusammen und dann setzt man sich einfach so als Familie zusammen, würfelt diesen Würfel und der, wo neben mir sitzt oder wo neben einem sitzt, der muss dann diesen Auftrag, der gewürfelt wurde, ausführen. Zum Beispiel, das wollte ich dir immer schon einmal sagen oder das kannst du besonders gut. Da macht man sich einfach so gegenseitig Komplimente, die einen wahnsinnig gut tun. Denn ja, man ist oftmals, es ist einfach oftmals ungewohnt, Komplimente entgegenzunehmen. Und das lernt man dann einfach und auch diese Schönheit von Komplimenten wahrzunehmen. Und das macht ganz viel, sowohl mit den Kindern wie auch für die Erwachsenen, einfach schöne Worte den anderen bewusst zu sagen. Das ist ein schönes Ritual auch für die Sonntagnachmittag oder je nachdem, wie man Zeit hat. Ich möchte euch auch einen kleinen Glückstipp noch an die Hand geben, die drei Worte zum Glück. Und die hat schon der Papst Franziskus in seinem Angelusgebet im Dezember 2013 in Rom gepredigt. Zum einen sind es drei Schlüsselbegriffe, finde ich, darf ich, danke und Entschuldigung. Das sind eigentlich drei einfache Worte oder vier einfache Worte, die aber einen ganz enormen Effekt erzielen im Bereich Familienharmonie. Und das sind so meine kleinen alltäglichen Selbstverständlichkeiten, die ich finde, dass die in jede Familie so mit rein können. Zum einen das Guten Morgen sagen, das bewusste Guten Morgen sagen, sich kämmen, anziehen, putzen, Zähne putzen und sich waschen, im Haushalt mithelfen, ja, auf das Bitte und Danke, einander zuhören, lieb zueinander sein und einfach auch ein bisschen den Lautpegel herunterzufahren.
Ja, und ich bin jetzt auch schon am Ende meines Workshops. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch viele, viele Tipps an die Hand geben können, ja, damit ihr bei euch Familienharmonie einkehren lasst, damit ihr wieder Energie tanken habt können. Und wenn in dem Moment, wo ihr Harmonie bei euch einkehren lasst, ja, steigt eure Energie unweigerlich auch mit nach oben. Wenn ihr noch weitere Unterstützungstipps haben möchtet, die findet ihr auch auf meiner Homepage www.relax-kids.de. Einfach unter Gratis Unterstützung gucken, da sind noch ganz viele kostenlose Ideen und Inspirationen für euch. Und ich möchte euch jetzt ja, zum Schluss noch einen kleinen Tipp an die Hand geben, denn nach 30 Sekunden Lächeln schüttet euer Gehirn Glückshormone aus. Also macht euch selber glücklich. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Viel Spaß beim Umsetzen der Tipps. Macht es gut, und wer die ein oder andere Datei benötigt oder die Vorlage benötigt, der schreibt mir einfach eine ganz kurze E-Mail. Macht es gut, bis dann. Tschüss.